Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Total War Warhammer 2. Wir sind hier direkt in einem Hinterhalt, den wir den Hochelfen gelegt haben. Und sie werden allesamt fallen. Bevor wir gleich loslegen, schauen wir uns noch einmal die Armee der Feinde an. Denn ich liebe es, wie sie mitten in der Bewegung eingefroren sind. Das sieht so cool aus. Wunderschön. Also, das hier ist die Armee der Hochelfen, die an unserer Küste gelandet ist. 3 Flammensäulenphönixe, viel zu viel Kavallerie, Streitwagen, Schwertmeister Hoeth und 2 Prinzen und die Anführerin hier drüben. Die stehen unserer Armee gegenüber, unserer Landungsabfangarmee, wie man so schön sagen könnte. 2 Streitwageneinheiten, 1 Gruftskorpion, 4 Gruftwachen mit Schilden, 2 Ushabti-Einheiten, einer Grabjäger-Einheit und ein paar Nekaranischen Kriegern, Bogenschützen und unserem General und Zauberer. Das ist alles, was wir hier haben. Und ich würde mal sagen, wir können gleich diesen Hinterhalt zusehen. Das Einzige, was noch zu erwähnen wäre, es kommt gleich Unterstützung aus der nahegelegenen Stadt hier drüben an. Und insofern viel Spaß bei diesem wunderschönen Spektakel. Ja, die Hochelfen versuchen natürlich direkt zu Anfang einen kleinen Ausfall hier drüben hinzuwagen. Um mich zu umgehen und meine Bogenschützen zu erreichen. Zum Glück fange ich sie mit meinen Ushabti noch ab. Und kann verhindern, dass sie mir allzu großen Schaden zufügen. Die beiden Grabjäger-Einheiten, eine von denen stellt die feindliche Kavallerie, da sie sehr gut gegen Kavallerie sind, unsere Grabjäger. Werdet ihr auch sehen, die machen aus dieser Einheit hier Schaschlik. Hochelfen-Schaschlik. Dass sie sich zurückziehen müssen. Während wir gleichzeitig von der anderen Flanke aus kommen, ein Flammensäulenphönix schafft es hier, unsere Gruftwache zu binden und ja, relativ lange gut zu beschäftigen. Während ich mit unserem General das Problem habe, dass er etwas zu schwach ist und zwar eigentlich ganz gut gegen die Generälin hier ankommt, aber dann kommt so ein blöder Flammensäulenphönix an und dann kommen auch die Schwertmeister und ich beschließe, Moment, ich hau lieber ab. Das heißt, die ganze Zeit, diese Schlacht, rennt unser General weg und schafft es gerade so am Ende noch am Leben zu bleiben. Ihr seht hier auch wieder, einmal mehr habe ich es nicht geschafft, die Streitwageneinheiten ordentlich einzusetzen. Und hier ist unser Gruftskorpion dabei, einige der Hochelfen zu erledigen. Hui! Das muss wehgetan haben. Springt auf jeden Fall sehr galant durch die Gegend und hier bekämpfen sich die Schwertmeister Hoeth mit unserer Gruftwache. Während sich der Gruftskorpion die ganze Zeit durch die Gegend schlängelt. Ansonsten hier sind unsere nekaranischen Krieger zusammen mit einigen Grabjägern dabei, feindliche Silberhelme zu erledigen. Während unsere Bogenschützen eine weitere feindliche Silberhelmeinheit vollkommen unter Feuer nehmen. Und die wird beschäftigt durch unsere unterstützenden Reiter aus der nahegelegenen Garnison. Gleichzeitig befinden sich hier drüben die Streitwagen der Feinde im Kampf mit mehr Gruftwache und unseren komischen Todesgeiern hier. Halten verdammt viel aus, diese Streitwagen, aber sind auch, glaube ich, sehr schwere und dafür auch zahlenmäßig eher kleine. 3 Streitwagen in einer Einheit, ne? Und hier geht's weiter. Ein großer Pulk hat sich gebildet, aber endlich ist ein Flammensäulenphönix gestorben und der andere hält auch nicht mehr lange durch. Schauen wir dabei zu, wie er sich mit dem Prinzen zusammen hier gegen unsere Truppen verteidigt. Und dann den Rückzug anzutreten beginnt. Und einfach so durch unsere Leute pflügt. Die halten ihn nicht mal ansatzweise auf und er erhebt sich in die Lüfte. Während der blöde Prinz hier angeritten kommt. Ja, doch nicht. Er hebt sich nicht in die Lüfte. Und da ist er gestorben. So. Hier kommen die Grabjäger an. Um unserem General zur Hilfe zu eilen. Der hat die ganze Zeit diesen einen Flammensäulenphönix hier beschäftigt. Jetzt wurde er gerettet durch unseren Zauberer, der sich in diesen Kampf gestürzt hat. Und der Phönix flüchtet zusammen mit dem Rest der Armee. Und damit haben wir gesiegt. Ein knapper Sieg, aber wir haben die Armee hier vernichtet und definitiv gewonnen. Die Hochelfen sind einmal mehr von unseren Stränden vertrieben worden, wie sich das sehr oft jetzt schon wiederholt hat.
Insofern, Veraun, du liebe Dame, hättest einfach in Lothern bleiben sollen, statt doch noch umzukehren und zu mir rüber zu segeln. Wir haben 2 Streitwagen verloren, aber das ist in Ordnung. Vielleicht können wir dadurch eine Einheit ersetzen. Durch eine Kriegsphinx oder sowas. Auf jeden Fall können wir relativ zufrieden sein mit dem Ergebnis und wir sehen uns gleich auf der Kampagnenkarte wieder. Bis gleich. Na gut, na gut, na gut. Keine komplette Vernichtung oder sowas. Wir haben 2 Streitwagen-Einheiten verloren. Es hätte besser laufen können. Aber ich denke mal, wir haben der werten Dame Veraun einen wunderschönen Empfang bereitet. Oh, das erklärt einiges. Wäre gut zu wissen gewesen. Okay. Ich denke mal, wir ernten die Kanopenkrüge. Ja, und die Armee ist wirklich vernichtet worden. Okay, also doch. Ich war mir nicht mehr sicher, ob Hinterhalte wirklich komplett vernichten oder nicht. Aber ich glaube selbst, also ich bin mir immer noch nicht sicher, aber ich glaube, sie war im schnellen Marsch. Und das dürfte gerade geholfen haben, auf jeden Fall, hier diese Armee zu vernichten. Ja, sehr schön. Setep, das hast du sehr gut gemacht. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Ich bin stolz auf dich, mein Kleiner. So, Feind im Kampf getötet, mehrere Runden auf hoher See absolviert und so weiter und so fort. Alles sehr, sehr schön. Ja, du ziehst dich mal zurück in die Irrlichtung und rekrutierst dir dann nochmal ein paar neue Streitwagen-Einheiten. Ansonsten bekommst du den unerbittlichen... Nein, warte mal, du bekommst den Durchgang zum Reich der Seele, um unsere Leute zu verbessern. Und zwar benötigst du... etwas bessere, boah, gute Frage, was gebe ich dir denn am besten? Bessere Ushabti, auch wenn wir davon nur 2 Einheiten haben, da kommen noch mehr, keine Sorge. Ja, was mir aufgefallen ist, es ist jetzt irgendwie so, dass plötzlich ganz viele Leute mit mir zusammen hier in Neikara gelandet sind. Ich weiß nicht, was sie für Pläne haben, ob sie eventuell vorhaben... weiß ich nicht, mir die Bücher streitig zu machen oder irgendwas in der Richtung. Wir sind ja relativ gut befreundet mit der Dame hier. Insofern versuchen wir mal militärischen Zugang zu erlangen. Sehr schön. Danke, Kalida. Vielen Dank. Übrigens ist sie höchst selbst hier oben. Kalida ist, wie gesagt, persönlich hier gelandet. Okay, Alcazar der Zweite hat echt eine schlechte Armee. Ich glaube, Kedis Kaff ist da besser, um, ja, Kedis Kaff ist wesentlich besser, um hier irgendwas zu erobern. Insofern schicke ich lieber Kedis Kaff hier vor. So. Wir marschieren durch diesen Pass und versuchen, dieses Buch hier zu erlangen. Mal sehen. Gleichzeitig ist Ratep noch unterwegs zur Zauberinsel. Oder zu den Zauberinseln. Wie geht's denen eigentlich? Wir haben einen, was? Gebeine, oh Gott, weg mit dem Gebeineplatz. Wir möchten gerne was, oder ich möchte gerne was, was die... öffentliche Ordnung erhöht. Du bist immer noch auf dem Rückweg, beziehungsweise kommst jetzt gerade an den Schwefelinseln an. Verbesser dich mal und dann rekrutieren wir dir eine neue Armee zusammen. Oh Gott, was hattest du denn alles hier drin? Das ist jetzt eine gute Frage. Also, wir haben immer noch unsere Necrosphinx. Uns fehlt, glaube ich, ein Streitwagen. Rekrutieren dementsprechend also einen neuen. Oh Gott, ich kann 90 Bogenschützen haben. Ja, Mensch, ey. Und dann habe ich jetzt schon mal eine neekaranische Kriegereinheit. Was haben wir denn? 17 von 20. Das heißt, uns fehlen noch 3 Einheiten. Wahrscheinlich noch eine Skelettsperrträger-Einheit, auch wenn wir halt eigentlich die Necrosphinx gegen Groß einsetzen. Weil ich dann scheiße Skelettkriegers lieber Gruftwach mit Hellebarden hätte. Immer 18 von 20. Fehlt mir eventuell noch eine Ushabti-Einheit? Selbst wenn nicht, können wir uns trotzdem noch eine holen und dann gehen wir auf noch eine Gruftwache, würde ich sagen. Gut. Keine Ahnung, wie die Armee vorher aussah, wie gesagt. 7 Runden, bis wir hier was haben. Dann erhöhen wir hier mal unser Wachstum. Ach genau, und dann hatte ich ja hier vor, dass es... Nein, nicht hier, sondern die Irrlichtung wollte ich richtig hoch erbauen, genau. Na hier. Den Knochenturm, den bauen wir.
Und dann bekommt diese Provinz was denn noch? Keines dieser Gebäude stellt uns eine Garnison bereit. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach auf den Obelisken, um hier unsere Unverdorbenheit und so weiter zu erhöhen. Sehr gut. Okay, das heißt, wir sind finanziell wieder ein bisschen weiter runtergegangen und gehen einfach mal in die nächste Runde. Oh Mann, okay. König Araru ist zum Kampf bereit und wir haben die Weisheit der zweiten Dynastie erforscht. In der zweiten Dynastie wurde das Einflussgebiet Neekaras erweitert und der Wohlstand nahm zu. Sehr gut. Das heißt, wir haben alle Dynastien erforscht und holen uns jetzt Rakash der zweiten Dynastie. Öffentliche Ordnung plus 1. Führerschaft plus 5. Auragröße hoch. Rettungszauber. Oh, sehr gut. Fraktionsweiter Steuersatz hoch. I like. Okay, sehr gut. Kalida ist aus irgendeinem Grund nach Norden gesegelt. Wahrscheinlich, weil sie sich mit so ziemlich allen Leuten im Kampf befindet. Wow. Bemerkenswert finde ich, dass Lothan gerade ein Ritual vornimmt und dementsprechend sich tatsächlich mit allem im Krieg befindet, was da so existiert. Aber immer noch kein Interesse daran hat, mit mir Frieden zu schließen oder irgendwas anderes zu machen. Ja, ihr Problem, würde ich sagen. So, eine Runde noch, dann ist Lamizash Armee fertig. Sehr gut. Und wir nehmen jetzt mal Kedeskaf und seine Armee. Auch wenn er kein legendärer Commander ist. Ach, ich glaube, du bist Alcazar, der hatte doch die Streitwagen, ne? Ja, deswegen war sein Armee so komisch. Egal, Caddy. Nimmst jetzt mal deinen Cadillac. Und dann ziehen wir zum Geierberg mit dir. So, da sind sie, Graubarts Prospektoren. Hier drüben ist König Karus. So. Damit hat die Belagerung dieser Provinz begonnen. Das letzte Buch wird uns gehören. Glaubt mir. Ich bin mal sehr gespannt, ob der König hier, Charus oder wie auch immer der ausgesprochen wird, zur Hilfe eilen wird. Da ist noch ein König Rarus und Habros, aber ich sehe diesen vermaledeiten Zauberer nicht. Naja, und wir sind jetzt mit diesen ganzen Leuten hier im Norden im Krieg und ich glaube mit Sudenburg, das dürfte hier sein. Sudenburg ist, glaube ich, im Spiel hier, ich glaube eigentlich hier, keine Ahnung, nicht so richtig weiß ich es. Egal, nicht so richtig weiß ich es, ich tun. Ui. Frag mich nicht, warum ich dieses Gebiet aufgedeckt habe, aber ich kann es sehen. Und das kenne ich jetzt hier auch. Hier ist auf jeden Fall eines der Bücher. Ich glaube, das Buch hier ist tatsächlich einer Rogue Army, also einer Armee zugehörig. Es gibt ja noch eine umherreisende Armee. Und die hat dieses Buch da unten. Ja, jetzt wissen wir es. Hinterher ist man immer schlauer, wie heißt es auch so schön, genau. Gut. Also, denn ab in die nächste Runde. Rakash, du bist nun für uns vorhanden. Und ich soll eine Dynastie-Technologie erforschen. Okay. Ist das ja eine Dynastie-Technologie? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bringt sie mir Einkommen und Wachstum. Also nehme ich sie gerne an. Ja, wenn ich das richtig sehe, sind wir echt rechtzeitig hier gerade so noch angekommen. Es kloppen sich gerade alle um diese Stadt. Der Geierberg ist sehr beliebt. Sehr, 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 sehr beliebt. Anhänger des Nagash marschieren in großer Zahl hier runter, um, wie gesagt, diese Provinz einnehmen zu können. Das heißt, ich bin sehr froh, dass wir uns hier hinbegeben haben. Und jetzt, meine Damen und Herren, bittet Khatep seit sehr langer Zeit zum ersten Mal wieder das Land oder das Ufer oder die Gestade Neekaras. Ja. Ich dachte gerade wirklich, es hätte eine krasse Sequenz dafür gegeben, dass Khatep zurückkehrt. Gut. Damit haben wir das geschafft. Khatep ist nächste Runde wieder einsatzbereit. Oh, ich liebe diese schnelle Heilung meiner Truppen. Und dann
Ja, habt ihr wieder eine volle Armee. Alles gut hier oben. Also es tut mir leid, Leute, aber Tutep, Wakaf und Setep, die werden nicht mehr viel machen, glaube ich, in dieser Kampagne. Die werden größtenteils hier einfach zurückbleiben und mein Heimatland beschützen. Apropos Heimatland beschützen, Lamizash ist fertig. Hat jetzt seine ganzen Fähigkeiten hier bekommen. Geht nochmal ein bisschen auf schwer zu treffen. Und danach, bekommen wir noch unseren Zauberer mal ganz kurz mit ein paar Sachen hier ausgerüstet. Gib mir mal Osirians Anrufung der Vergeltung ein bisschen. Ja, und dann wird sich diese Armee mal ganz kurz auf den Weg nach hier drüben begeben. Gut. Welchen Kommandanten haben wir noch nicht bewegt? Alcazar. Ja, du sollst auch noch nicht bewegt werden. Du hilfst gerade beim Belagern dieser Stadt hier. Wow. Ups. Das wollte ich nicht. Ich möchte nichts mit Arkan zu tun haben. Ja, natürlich. Alter Schwede, Einheiten angreifen und meine halbe Armee ist im Eimer. Wow. Ah, wie ich es hasse, wenn das klappt. Okay. Damit haben wir das geschafft. Wir kriegen unsere Kanopenkrüge für die Erforschung einer Dynastietechnologie. Was gibt's denn ansonsten? Plus 10% Geschossschaden und Rüstung. Sehr gut, her damit. Super. Okay. Ja, nicht zugewiesene Fähigkeitspunkte. Da mache ich gerne was. Weiter auf Uskreps, Anrufung des Verdorchens oder Uskreps. Und Menkaus, unser Necrotract. Kommt man auf den Zorn des Schöpfers. So, du kannst einfach mal Bewegungsbefehl ungefähr in diese Richtung hier rüber. Sehr gut. Okay. Dann haben wir unsere ersten Belagerungsgeräte, glaube ich, fertig. Für die Belagerung des Geierberges. Der tatsächlich. Unser erster Belager, also zwei Belagerungstürme sind fertig. Zwei Runden brauchen wir noch für weitere zwei Belagerungstürme. Wir haben auch einen Rambok fertig. Sehr schön. Okay, dann würde ich mal sagen, damit wir heute wenigstens noch zwei Schlachten haben, machen wir jetzt einfach mal ganz schnell und direkt auch live die Schlacht um den Geierberg. So, starten wir die Aufstellung. Damit bin ich zufrieden mit 24 Winden. Das ist sie, die Zwergenstadt hier, der Geierberg. Ach, endlich mal wieder neue Städte. Nicht mehr Dunkelelfenkram oder so. Ha! Das habe ich lange nicht mehr gemacht, so eine Zwergenstadt einnehmen. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Hier ist der Hauptplatz, hierhinter kommen wir gar nicht mehr. Das hier ist der große Palast, von dem aus wir dann, oder in dem unser Buch gelagert wird. Diese Schweine wissen gar nicht, was es wirklich damit auf sich hat und nehmen es einfach an sich. Nun gut, dann werden wir nun, uns dafür mal ganz kurz revanchieren bei ihnen, dass sie so lange auf unser kleines Buch aufgepasst haben. Ach ja, wir haben ja auch mittlerweile einen Zauberer der Dunkelheit. Gut zu wissen. Okay. Ihr kennt ja so ein bisschen die, ich sag jetzt mal, Taktik, auch wenn es keine wirkliche ist. Ihr wisst, was ich meine. Die ich hier am liebsten nutze. Ein Belagerungsturm nach hier. Ein Belagerungsturm nach hier. Wieso baue ich überhaupt Ramböcke, wenn ich sie sowieso nicht nutze? Ich habe keine Ahnung. Ihr kommt hier drüben hin. Ihr auch. So. Und ihr alle kommt auch mit nach hier drüben. Super. Dann schauen wir mal. Also, ihr alle. Macht mir mal das Tor platt, während meine Bogenschützen allesamt auf die feindlichen Armbrüste schießen. Ihr fangt an, hier anzulanden. Ihr fangt an, hier anzulanden. Und da haben wir einen Thane, der da oben auf der Mauer sitzt. Und unser Kommandant ist leider zu Pferde. Da habe ich natürlich wieder mal nicht dran gedacht. So, dann kommt ihr alle mit hier rein. Ihr kommt mit dazu. Bogenschützen schießen mit drauf.
Streitwageneinheiten kommen mit dazu. Ihr kommt auch mit hier vor. Wunderbar. Dann das mystische Miasma auf die Armbrust schützen. Auf die Langbärte, würde ich sagen. Egal, wie viele Einheiten wir hier verlieren, ich glaube, die kriegen wir alle wieder zurück. Bist du zu Pferd oder zu Fuß? Du bist zu Fuß, wunderbar. Dann rennst du mal bitte mit hier ab. Wo? Du musst eigentlich nach hier drin. Na, du rennst mit hier vor. Alles in Ordnung. Oh, shit. Pause. Kavallerie hätte ich gehört. Ihr zählt natürlich nicht als Kavallerie. Habe ich eigentlich versehentlich nach vorne gebracht, nur. So, ihr rennt mit nach vorne. Das Tor sollte eigentlich bald offen sein. Da, kaum sage ich's. Geht mir bitte mal auf den Fürsten hier. Grandios. Okay. Ach, Streitwageneinheit wurde ausgelöscht. Ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Was haben wir hier? Unsere Langbärte. Okay. Dann. Wunderbar. So. Nutzen wir mal unsere ganzen Zauber, die wir hier haben. Und stürmen wir hier in großer Zahl hinein. Ist ja eh das Einzige, was wir gerade wirklich können. Wirklich, es gibt schon wieder den Malus von hinten angegriffen, obwohl da niemand... Egal, das ist... Ja, es ist lächerlich, diese von hinten angegriffen Malus. Okay, egal. Die Stadt gehört hier größtenteils uns. Unsere Nekrosphinx und alles, was wir haben, zerstückelt diese Zwerge hier. Wow. Ich meine, mutig sind sie, die Zwerge. Aber leider auch sehr blutig. Haut dazu und wird wer beim Zuhauen weggeschlagen. Oh Mann. So, schauen wir uns mal diesen einen da an. Der ist tot. Nein, da hinten ist noch einer. Seht ihr ihn? Zwischen den beiden Esushabti, da hinten, ja. Und tot. Okay. Wunderbar. Ne, dreht euch mal um und macht die Leute hier drüben platt. Du. Lass mir noch ein paar Zauber hier drauf. Wunderbärchen. So. Ah, ich liebe diesen Anblick. Er braucht schon Taktik, wenn er gerade dabei zusehen kann, wie viele, viele Zwerge sterben. Durch meine Anti-Infanterie-Armee. Ah, oh, wunderschön.
Ha! Ha! Es ist so schön! Es ist so wunderschön! So, sonst noch irgendwas? Habe ich irgendwas vergessen? Unsere Armee, die auf den Mauern gerade vernichtet wird, meint ihr die? Nee, die habe ich nicht vergessen. So, ihr alle. Wechselt doch einfach mal euer Ziel. Oh, was ist denn hier drüben los? Necrosphinx. Lass dich mal nicht fertig machen hier. Eine Sekunde, ich eile dir zur Hilfe. Ah, die hauen alle ab gerade, die feigen Schweine. Dann reicht es mir, Jasma. Na, hilft's ein bisschen? Ja, es zieht ein wenig Lebensenergie ab, aber dafür halten die gerade zu viel aus. Hui! Das ist ja perfekt gerade. Mach mal die Speerschleuderer platt. Danke. Ihr geht auch mal auf den Marktplatz. Hier brauche ich euch gar nicht mal mehr so. Sehr schade ist, dass die Ushabti nicht auf die Mauern können. Das ist das Problem bei den ganzen Konstrukten. Die meisten können nicht auf die Mauern rauf. Das ist natürlich ein großer Nachteil dann für uns hier. Aber du. Kannst natürlich das Miasma auf die Feinde auf den Mauern einsetzen. Um mal ein bisschen dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr ganz so rosig aus diesem Krampf hier herauskommen. Kampf meine ich, nicht Krampf. Auch wenn es ein Krampf ist, ein bisschen gerade. Die ganzen Feinde hier zu vernichten. Aber wir haben ja zum Glück noch unsere Necrosphinx samt Ushabti. Die machen die Zwerge hier platt. Seht ihr? Wunderbar. Ah, der Grufskorpion ist super. Gut. Sehr schön. Ein entscheidender Sieg. Die Schlacht vom Geiergipfel war das, glaube ich. Egal, wir haben auf jeden Fall mit zwei Armeen jeweils doppelt so groß wie die Garnison hier uns ganz schön gut durchgeschnetzelt, aber wir haben dafür echt viel verloren. Oh Mann, eine ganze Bogenschützeneinheit ist uns davon gegangen. Aber hey, egal. Wir besetzen den Geierberg. The fifth book, the Liber Necris. The final ciphers are revealed. With five books in your possession, the Black Pyramid shall open. And your dominance assured. Yet, the lackey of Nagash is in our way. Undead legions muster in the shadow of the Black Pyramid. Battle is inevitable. Victory ensures your ever-living dynasty reigns supreme. Hmm.
Die fünf Bücher wurden gefunden. Die Priester des Todes beginnen mit dem ultimativen Zauber, um die Macht, die sich in der schwarzen Pyramide regt, zu erwecken. Nagashs ultimatives Erbe ist bereit für die Herrschaft. Aber der größte Lakai des Erznekromanten, der Todesfürst, hat seine Legionen und Leutnants entsandt, um den Schrein seines Meisters zu verteidigen. Belohnung, Sieg! Kapazität plus 1, Hirotitan plus 2, Necrosphinx plus 2, ach du Heilige! Und wir kriegen 12.500 Kohlestücke, Goldstücke meine ich. Oha, okay, was haben wir denn hier? Anhänger des Nagash. Krieger, Skelettkrieger, Gruftwache, Bogenschützen, Reiter, Kupolenritter und Ushabti. Doch ein Thron genügte dem unersättlichen Zauberer nicht, da er größere Macht begehrte. Vertiefte er sich in das Studium der schwarzen Magie und verschmolz sie mit Nekromantie, um die Geheimnisse des ewigen Lebens selbst zu ergründen. Alles, was er gelernt hatte, ließ er in sein blasphemisches Werk einfließen. Die neuen Bücher des Nagash, Zweites Buch. Kampagnen-Sichtfeld über Regionen mit goldenen Götzen, Marmor- und Edelsteinressourcen, Handelseinkommen bis 20%. Yay! I guess. Sehr gut. Ja, Gott, das ist gar nicht mal so unpraktisch. Ein paar kleine... Ja, tatsächlich, das hier ist eine Rogue-Armee. Das heißt, eigentlich hätte ich auch die erledigen können. Aber ich habe zum Glück nie Krieg mit Hexoartel führen müssen. Außer dem einen Mal, als sie mich angegriffen haben. Okay. Das bedeutet, die letzte Schlacht steht uns bevor. Ich weiß es nicht, wie genau sich das verhält. Ich dachte eigentlich, wir müssen die schwarze Pyramide an sich auch noch einnehmen. Das verwirrt mich ein wenig. Also ich meine, Ratep steht bereit, ne? Ratep steht bereit mit dieser interessant gemischten Armee. Na gut, dann. Wird es wohl Zeit für die finale Schlacht? Ja. Uff, okay. Der feindliche Herrscher hat eine, ein sehr interessantes Reittier. Oh Gott, Arkan kommt auch noch dazu. Und Nektam. Was? Er kommt mit zwei Nekro... Was? Zwei Nekrosphinxe, zwei Hero-Titane? Oh. Oh. Aber ich bekomme Setra als Unterstützung und Kalida. Puh. Nee. Aber nicht mit dieser Armee. Entschuldigt bitte, aber mit dieser Armee möchte ich das Ganze tatsächlich noch nicht machen. Ich glaube tatsächlich, dass ich Pashedu aus dieser Armee rausnehme, unseren Lichtpriester, um stattdessen... Ah. Ja, doch, doch. Das will ich unbedingt noch erleben. Okay, doch, doch, auf jeden Fall. Die Necrosphinx holen wir uns. Wir holen uns noch die Necrosphinx von Ukep oder Utep oder irgendwas. Ukep auf jeden Fall. Die Necrosphinx, die wir dann mit Ratep bekommen werden, wenn er Stufe 30 erreicht, was, ja... Nächste Runde der Fall oder in der nächsten Schlacht der Fall sein sollte. Insofern. Ein bisschen auf die Zufriedenheit wird hier gegangen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, dass euch dieses Video oder diese Folge so weit gefallen hat. Falls ja, dann lasst mir doch eine Bewertung da oder irgendwas in der Richtung, worauf ihr halt gerade Bock habt, ein Kommentärchen und
ja, falls ihr gerade so 1 Euro übrig habt im Monat oder sowas, könnt ihr gerne mir spenden auf Patreon. Ich brauche es auf jeden Fall. Link unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht die letzte Folge mit den Verbannten von Nehek auf jeden Fall. Da, die schwarze Pyramide des Nagash. Gehört derzeit Remri. Eventuell müssen wir sie erobern. Wir werden es sehen. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.